Insofern können wir mit diesen Ausschlägen und müssen wir mit diesen Ausschlägen umgehen. Was im Moment aber das Problem und die Herausforderung ist, ist, dass das Getreide nicht dorthin gelangt, wo es benötigt wird, sondern im ordentlich versorgten europäischen Markt sich wiederfindet. Und da brauchen wir jetzt eine politische Lösung, auch insbesondere aus Sicht derer, die seither dieses Getreide eingekauft haben, die es auch weiterhin benötigen. Nordafrika, arabischer Raum, asiatischer Raum. Und da ist jetzt die Politik gefordert, die Transitwege zu öffnen.